Mein Name ist Christoph Fagel aus Berlin. Ich bin Pianist, Sänger, Komponist und Klavierlehrer und habe die dankenswerte Aufgabe, als einer von dreien hier das neue Steinmeier-Klavier, ich nenne es Frank-Walter, auszuprobieren und ein bisschen zu testen. Ein paar meiner Schüler haben das auch in den letzten 2 Wochen gemacht und ich habe heute sozusagen den Fazittag, um mal zu schauen, wie das Ganze geworden ist. Es ist kein Vergleich zu einem echten Flügel. Den werde ich jetzt nur mal so aus Spaß anspielen, dass man mal irgendwie so einen Eindruck bekommt, wie das dort klingen würde. Zum Beispiel ein typisches Jazzstück, Misty. Und das klingt natürlich von dem ganzen Obertonreichtum etc. hier an so einem Klavier nicht so gut. Aber das ist halt auch nicht der Vergleich, den wir ziehen wollen. 30.000 Euro zu 1.000 Euro stehen hier in der Waage und das ist leichter transportabel. Man muss es auch nicht stimmen, also... Grundsätzlich muss ich zu dem Klavier noch sagen, dass die Tastatur sich sehr, sehr angenehm spielt. Das hat auch jeder gesagt, der das ansonsten ausprobiert hat, dass sie wirklich sehr gut ist, sehr ausgeglichen und eine gute Mischung aus nicht zu schwergängig und auch nicht zu ausgespielt, so wie so ein 50 Jahre altes Klavier, auf dem schon tausende Leute gespielt haben. Kann auch Betrieb machen. Ganz ordentlich. Ordentlich. Das hört sich ganz okay an, oder? Der erste Eindruck, ja? Wie ist der erste Eindruck von dem Instrument? Schlecht. Kann man nicht meckern. Wie der Berliner sagt. Und was ist dein Fazit nach dem ersten Eindruck? Es ist sehr leichtgängig, spielt sich gut, angenehm. Also auch die Tastengewichtung, da merke ich jetzt eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, dass das jetzt ja, das finde ich auch. Ist und so. Und also insofern, ja, positiver Eindruck. Also vom Spielgefühl her macht es schon Spaß, das zu spielen. Ich finde, es klingt etwas gedämpft. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit E-Pianos oder so, aber es macht Spaß zu spielen und ich würde auch wieder drauf spielen. Das hat dieses Instrument, also das Steinmeier DP360, hat also verschiedene Piano-Sounds. Neben diesem hier gibt es noch diesen. Da denke ich gleich an... Song von Elton John zum Beispiel, ja, weil das so ein bisschen poppigerer Sound ist. Dann haben wir noch dieses Klavier. Das hat wesentlich mehr Schärfe. Kann man natürlich auch sanfter spielen, aber sobald man etwas stärker anschlägt, kommt doch ziemlich viel was von diesem, ja, powervollen Sound, der einem aber auch unangenehm werden kann. Also von daher würde ich am ehesten immer bei dem 1er bleiben. Ist eigentlich bei den meisten Digitalpianos so, dass die Klangstruktur auf dem ersten Sound, der gleich beim Einschalten ist, am besten ist. Hier auf der Bank sind dann noch so eine Art Spinett, ja. Zwar auch noch ein Klavierklang, aber klingt schon fast wie ein Spinett, wie gesagt.
oder Klavichord. Also Bach hätte seine Freude daran gehabt. Und das scheint mir so ein Honky-Tonk-Piano zu sein. Das wäre es dann eigentlich auch schon mit den Pianos. Und ehrlich gesagt, ich als Pianist und auch viele meiner Schüler, das ist halt, was uns wirklich interessiert. Der Hersteller hat hier total viele Sounds eingebaut. Auf jeder Bank sind jetzt immer 5 Sounds. Hier sind die abgefahrensten Sachen dabei. Auch teilweise sowas wie Bandoneon und so. Das klingt auch mitunter richtig klasse. Aber wer braucht's, ja? Also jemand, der sich so ein Heimpiano kauft mit so einem klassischen Design für Digitalpiano, at home sozusagen, der sucht halt sowas nicht unbedingt. Was da schon wesentlich wichtiger ist, ist sowas wie, ich kann mir meine Übungsstücke aufnehmen. Das habe ich hier schon mal ausprobiert. Ist ein bisschen kompliziert zu bedienen, ehrlich gesagt. Man muss dann erst auf Rekord gehen, um was abzuspielen. Hier hatte ich was aufgenommen und das kann ich erst abspielen, wenn ich nachher wieder auf Rekord gehe und nicht einfach mit Play. Also so intuitive Bedienung ist mitunter bei dem Instrument nicht so einfach. Ja, was ich hier noch natürlich vorstellen muss, sind so lustige Sachen, die E-Pianos können und die echte Klaviere nicht können. Hier gibt es einmal die Möglichkeit zu layern, dass man Klänge übereinander legt. Aber es gibt auch die Möglichkeit zu splitten und das lässt sich auch recht sehr, sehr intuitiv einstellen. Lustigerweise kann man eben sich auch aussuchen auf den Bänken, welche Sounds man miteinander mischt. Getrennt wird dann erstmal am C, das kann man aber auch editieren. Und dann klingt das so. Ich habe jetzt einen Bass in den Bass gelegt und das Piano in die rechte Hand. Schön ist auch, dass der Basssound eben anders klingt. Wenn ich den kräftiger anspiele, dann klingt das mehr angeschlagen an den Bassseiten. Sehr schön gemacht. Twin ist so eine Funktion hier in der Mitte auf Nummer 3, mit der ich als Klavierschüler und Lehrer hier gleichzeitig die gleichen Töne spielen kann, auf 2 Klavierhälften. Also wenn man das mal so schaut hier, ist der gleiche Ton. Weitere Sache, die ich noch erwähnen wollte, sehr erfreulich. Hier unten gibt es ja 3 Pedale und das mittlere davon ist wie bei einem echten Konzertflügel belegt. Sowas würde ich dann mit dem linken Fuß spielen. Und das heißt, ein Ton, den ich hier festlege, der wird gehalten, ohne dass andere Töne dabei das Pedal mitbekommen. Und dann kann ich also hier so einen schönen Sound legen. So, dann muss natürlich beide. Und dann verschiedene Harmonien in der rechten Hand mit dem rechten Pedal zum Halten bringen. So, wird jetzt gehalten, weil ich rechtes Pedal benutze. Die Funktionen kennen die meisten gar nicht, weil normale Klaviere haben das nicht. Nur Konzertflügel und bessere Flügel haben das. Und das finde ich sehr schön, dass Steinmeier hier dieses mittlere Pedal in die richtige Funktion mit einbringt. Das linke ist dann das ganz normale, leichte Dämpfungspedal, durch das wir etwas weniger Lautstärke haben. Das können wir natürlich auch hier erreichen, aber damit klingt der Ton automatisch auch immer gleich ein bisschen gedämpfter, so wie bei einem echten Klavier, bei dem man dieses linke Pedal benutzt. Ja, so viel zu dem Instrument. Das ist mein Fazit. Also ich finde, das ist ein schönes Instrument, vor allem für den Einsteiger, der die 1000 Euro auch ausgeben kann. Ich denke mal, in dieser Klasse gibt es nicht so viele bessere Instrumente. Die haben alle natürlich noch ihre Schwächen. Die richtig gute Soundgenese, die wird in die besseren Instrumente eingebaut, in die teureren. Dafür hat es dann eigentlich schon relativ viel Schnickschnack, der hier schon eben von mir vorgestellt wurde. Auch ein Metronom, das darf natürlich nicht fehlen, aber das fehlt, glaube ich, bei keinem Digitalpiano. Wer dieses Instrument kauft, macht eigentlich nicht viel falsch. Hat viele lustige Sounds. Es bleibt mein Eindruck, dass viele der Sounds etwas scharf klingen für meine Ohren. Und das ging auch anderen so, aber das ist letztlich immer Geschmackssache. Ich würde sagen, probiert es einfach aus.